Das Gebäude hier ist übrigens Deutschlands schönstgelegenstes altes Altenheim. Naja, also ich kenne nicht alle Altenheime Deutschlands, aber das hier hat schon eine ziemlich schöne Aussicht, würde ich fast meinen. Kann man sich natürlich wunderbar streiten, inwiefern es sinnvoll ist, ein Altenheim mitten auf dem Berg zu legen. Das mit dem Laufen funktioniert heute nicht so ganz. Naja, gut. Schöne Aussicht haben sie, die Alten, aber die Alten sind auch weg vom Schuss, also schön weggesperrt, in Anführungszeichen. Weil von alleine werden sie da ohne Auto nicht großartig runterkommen. Andererseits können sie hier oben schön spazieren gehen. Also wenn ich mal alt bin, ich würde da theoretisch ganz gerne einziehen. Oh nein, ich bin auf dem Feld. Ich bin gar nicht im Wald. Nein, ich fühle mich so unkompetent. Ja, von Obstbäumen habe ich keine Ahnung und von Ackerbau, ja, ein bisschen, aber nicht viel. Heieiei, ein Mann im Feld. Oh nein. Aber da vorne geht es wieder in den Wald. Dann ist wieder die Welt in Ordnung. Also ich muss sagen, so langsam bin ich ziemlich begeistert von diesem Panoramaweg hier. Echt toll. Das Ding hat übrigens 42 Kilometer. Plan ist, dass man das in 2 Tagen schafft. Wenn ich noch ein bisschen früher losgelaufen wäre, wäre das auch noch deutlich einfacher. Also richtig morgens bei Sonnenaufgang, aber nö. Der Herr muss ja ausschlafen. Die studentische Vergangenheit hat Spuren bei mir hinterlassen. Ja, aber jedenfalls super abwechslungsreich die Strecke. Ganz toll, dann geht es mal durchs Wäldchen, dann geht es wieder übers Feld, dann geht es wieder ins nächste Wäldchen. Es geht rauf, es geht runter. Der Weg ständig ein anderer, mal ein kleines bisschen Asphalt, dann Schotter, dann einfacher Feldweg, bisschen Matsch, wunderbar. Also ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert. Oh, mein Kameraarm wird schwer. Das ist mal ein Baum, das Ding da vorne. Das sieht ja extremst lustig aus. Aha. Also das hier ist tatsächlich der offizielle Weg. Nicht, dass sich jemand wundert. Also wenn das mal keine tolle Unterkunft für die Nacht wäre. Aber ich will ja noch ein bisschen weiter, aber das wäre schon toll. Okay, Hütte ist doch nicht gut zum Übernachten. Also an Naturschutzgebiet halte ich mich dann in der Regel schon, weil da steht ja auch noch ausdrücklich unterm Schild, dass man hier nicht lagern, sogar nicht darf. Nicht nur nicht zelten, sondern sogar nicht lagern. Also, ne? Das wäre jetzt schon ein bisschen dreist, sich hier hinzuflacken. Also, das lassen wir sein. So, jetzt habe ich mal ein bisschen Päuslein gemacht. Das war auch verflixt nötig. Ganz schön anstrengend. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass der Weg dann doch, ja. Rauf runter, rauf runter, rauf runter, über die Wurzel, über die nächste Wurzel. Ja, also eine Autobahn ist es nicht gerade. Macht zwar auch Spaß, ist aber auch anstrengend, aber ich habe auch noch schon einige Kilometer vor mir und wie gesagt, bin ich ja zu spät losgelaufen. Das heißt, ich sollte jetzt noch ein paar Kilometer machen und das heißt, ich müsste mich auch ein bisschen beeilen, weil es wird ja bekanntlich früh dunkel im Winter und deshalb mache ich jetzt nicht allzu viele Filmchen jetzt mehr, beziehungsweise werde nicht mehr allzu viel filmen. Und ich hatte auch lange überlegt, ob ihr denn sehen müsst, wie ich mein Lager errichte, was im Prinzip auch nur aus dem Aufbau meiner Plane, wie in dem Planvideo, und dem Hinlegen von 2 Isomatten mit dem Schlafsack drauf und ja, und halt eben ein bisschen köcheln im Kocher. Aber das seht ihr morgen früh auch nochmal. Also wenn alles gut läuft, würde ich den morgen früh auch nochmal verwenden und dann würde ich euch den Lagerplatz dann einfach morgen früh präsentieren und für heute weitestgehend Schluss machen, wenn ich nicht noch irgendwas super Interessantes finde unterwegs. Also da hinten in den Bergen da oben bin ich heute Mittag rumgestopft.
ganz konkret dieser Hof da hinten ist dieses Altenheim, wo auch das Highland Rind gestanden ist. Und dieses kleine Stückchen Wald, also dieser Kamm da, an dem bin ich halt eben entlang gelaufen. Und dann am Altenheim vorbei und da rechts vom Altenheim langsam wieder runter und über sämtliche Umwege, sonstigen Wege, da hinten dann irgendwann da durch. Durch dieses Tal halt eben durch und jetzt hier hoch, wo ich jetzt hier stehe. Da muss ich mich jetzt noch mal zu Worte melden mit diesem tollen Douglasienbestand hier. Sehr, sehr schön. Und dazu gibt es auch noch eine Kleinigkeit zu erzählen. Das hier ist so eine Standard-Douglasie. Ihr seht, die ersten Äste fangen da in schätzungsweise 4 Meter irgendwas an. Darunter hat sie keine, nicht weil sie abgefallen sind, sondern weil irgendwer hergegangen ist und sie abgesägt hat, damit das Holz wertvoller ist. Weil man will halt in schönem Holz möglichst keine Astlöcher drin haben. Interessant ist jetzt dieses Exemplar hier hinten, diese hier. Die hat nämlich noch weiter hoch keine Äste auf eine enorm hohe Höhe. Und zwar so richtig, richtig hoch. Man kann natürlich auch noch mit der Leiter hin und kann dann mit der Leiter die Dinger bis auf fast 10 Meter astfrei kriegen. Aber die hier hat wahrscheinlich sogar noch mehr als Leiter genossen bei der Astung. Und jetzt ist es zufällig so, dass ich vom Vorvorgänger, vom aktuellen Förster, der ist nicht speziell hier, aber ein paar Kilometer weiter zuständig ist, erfahren habe, dass die hier lustigerweise Italiener hatten, damals nach dem Krieg als Wanderarbeiter oder ja, keine Ahnung, was genau für Arbeiter, aber die sind wie die Äffchen, hat er es beschrieben, mit so die Baum wirklich hochgeklettert, mit so Kletterausrüstung, einfach quasi ein Seil um die Füße und so ein paar Steigeisen in Anführungszeichen und haben dann wirklich da oben dann unterwegs jedes Ästchen runtergesägt, das irgendwie zu finden war. An ausgewählten Bäumen, ich glaube, dass da drüben ist so einer, weil der ist so wahnsinnig hoch, astfrei. Wäre eine mögliche Erklärung, aber das ist genau beweisen kann ich es nicht. Ist jetzt mehr spekulativ, aber das hat es jedenfalls gegeben, also diese Entastungsäffchen. Guten Morgen, es ist kalt, deshalb, ne? Ja, bin gerade aufgestanden, stelle fest, ich muss noch spülen. Bei der Kälte muss ich noch spülen. Naja, ich zeige euch erstmal meine Unterkunft. Also das ist sie. Hier Schrägdachkonstruktion. Nichts Berühmtes, nichts Besonderes. Ja, ich spüle jetzt erstmal. So, Zeit für Frühstück. Auch wenn man wenig von mir sieht, ich bin es trotzdem, nur zur Information. Aber das erkennt man ja am Hut. Ich verwende heute meinen Spiritusbrenner, den stinknormalen Trangia, in der Mini-Ausführung. Das heißt, er besteht wirklich im Prinzip nur aus diesem Brenner, dem entsprechenden Löschdeckel dazu, beziehungsweise Regulierungsdeckel, einem Aufsatz, wo man den Brenner reinstellen kann, diesen Topf, diesen Deckel und theoretisch ist noch eine Topfzange dabei, die habe ich aber erfolgreich vergessen mitzunehmen und behelfe mich demzufolge mit Stöckchen. Ach ja, die Stöckchen-Technologie. Immer wieder schön. So, im Winter hat man mit Spiritus übrigens das Problem, dass der absolut nicht brennen mag, weil ihm zu kalt ist. Und deswegen muss man den erst vorheizen. Bis man da alles zusammen hat morgens. Eieieiei. Ich habe auch eine ganze Weile gebraucht, bis ich aus dem Sack raus war. Ist ja auch kalt, muss man dazu sagen. Das da habe ich auch gesucht. Nee. Gar nicht so einfach mit der großen Klinge im kleinen Topf. So, es brennt. Legen wir noch etwas nach.
Ich habe im Übrigen von gestern vom Abendessen, da gab es Ravioli mit der gleichen Methode, nur noch relativ wenig Spiritus übrig. Ich habe nur den Brenner voll gemacht und keinen Ersatzspiritus mitgenommen. Deshalb hoffe ich, dass mir der überhaupt reichen wird zum Milch warm machen. Heute Morgen soll es Milchnudeln geben. Einfach aus der Packung. Nichts Besonderes. Aber Hunger hätte ich schon. Wäre von daher schon cool, wenn das klappt. Wenn er nicht reicht, je nach Lust und Laune gibt es dann noch ein Feuer. Das sollte eigentlich gereicht haben. Ich habe keine Ahnung, ob sich Spiritus mit dem Fire-Stil entzünden lässt. Ja, lässt er. Und jetzt ganz schnell die Milch drauf. So, und jetzt heißt es hoffen, dass das Ganze warm wird. Zwecks mich warm halten habe ich hier übrigens so eine tolle Wolldecke. Sehr, sehr, sehr schickes Ding. Das ist nicht die Bundeswehr-Wolldecke. Die kennt man ja auch, die ist auch nicht schlecht. Genau genommen ist die sogar eigentlich sogar ziemlich gut. Aber das hier ist eine französische Wolldecke und zwar aus dem Zweiten Weltkrieg sogar noch. Von meinem Opa habe ich die geerbt. Ja, ist halt schon nicht schlecht, wenn man irgendwie so ein historisches Objekt mit auf Tour nehmen kann, das noch wunderbar funktioniert. Also sprich, die ist, ja, keine Ahnung, die wird jetzt nicht direkt im Weltkrieg produziert worden sein, aber die hat er aus Gefangenschaft mitgebracht, mein Opa, von den Franzosen, und leistet mir jetzt gute Dienste. Also das ist echt gemütlich, insbesondere wenn man im Lager dann rumsitzt. Ist das eine tolle Sache, wenn man so eine Decke hat zum Einkuscheln, und nachts ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn der Schlafsack nicht ganz reicht, packt man auch diese Decke drüber, dann hat man es gemütlich. Gucken wir mal nach. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Man hört verdächtig heiß klingende Geräusche. Auch ein gutes Zeichen. Man soll die Milch ja eigentlich sprudelnd aufkochen. Jetzt habe ich keine Ahnung, ob mir das noch gelingt. Naja, also vibrieren tut schon mal. Das ist übrigens bloß so ein Schaberchen, was ich mir hier gebaut habe. Ich schnitz mir jetzt bestimmt keinen Löffel. Und dann soll man nämlich die Milchnudeln, schmeiß doch weg, diese hier mit dem Schneebesen einrühren. Vom Herd nehmen wird eine gewisse Herausforderung, weil ich ja wie gesagt diesen Topfhalter leider vergessen habe. Es empfiehlt sich die bewährte Zweigtechnologie. Zweig Nummer 1. Nehmen wir den Essensdingerich von gestern. Und dann schön einklemmen. Und ganz vorsichtig nach hier überführen, dann kriege ich auch ein warmes Knie. So einen Spirituskocher löscht man übrigens, indem man dieses Objekt hier einfach drauf wirft. Also nicht versuchen, zack, großartig damit pusten oder ähnlichem das Ding auskriegen zu wollen. Klein bisschen Dreck ist drin im Essen, aber das gehört ja dazu in der Natur, ne? Da sind wir uns hoffentlich alle einig. Das Ganze hat wahrscheinlich so einen kleinen Nachgeschmack nach Ravioli, weil ich den Topf bloß ausgewischt habe mit ein bisschen Laub. Oje, oje, ihr seht ja gar nicht richtig, was ich hier tue. Kommt mal näher. Und nachdem man erfolgreich eine Minute gerührt hat, soll man das Ganze dann noch 10 Minuten stehen lassen. Da bei diesen Temperaturen 10 Minuten stehen lassen nicht dasselbe ist wie 10 Minuten stehen lassen bei Zimmertemperatur, werde ich das Ding jetzt 10 Minuten, zack, das war ein Fehler. Also wenn man diesen Topf so zuklickt, kriegt man ihn fast nicht mehr auf, ohne dass die Hälfte vom Inhalt rauskommt. Naja, zu spät.
Jedenfalls sollte ich ihn jetzt 10 Minuten verpackt stehen lassen, weil sonst sind 10 Minuten nicht 10 Minuten. Gut, kann ich in der Zwischenzeit mal anfangen, hier mal mein Zelt abzubauen. Also das ist so eine Standardbehausung von mir. Teilweise schmeiße ich mir unter die Isomatte noch ein Poncho drunter oder irgendeine andere Plane, was halt gerade da ist. Meine traditionelle Abspannschnur hier übrigens ist nicht aus Paracord. Das hat einfach den Vorteil, dass sie sich noch besser eignet, um sowas abzuspannen, weil Paracord leicht elastisch ist und damit die doofe Eigenschaft ist, hat, dass am nächsten Morgen die Behausung ein wenig durchhängt. Automatisch, weil das Zeug ist, wie gesagt, leicht elastisch. Und wenn ich labere, kann ich mich nicht darauf konzentrieren, was ich hier eigentlich tue. Das hier ist übrigens so ein Schnellspanner, dieses Metallplättchen hier. Damit kann man die Zeltleine nachträglich noch ein bisschen nachspannen, wenn man sie eigentlich schon angebracht hat. Also das ist super praktisch. Dafür gibt es natürlich auch Knoten, die das können. Aber ich bin knotentechnisch jetzt nicht so die Koryphäe.